Stadt. Es ist ja schön, dass Sie hergefunden haben. Ich sehe ja schon, Sie haben ja viele Produkte mitgebracht. Und ich habe gehört, es sind auch keine Konservierungsstoffe in Ihren Produkten, wie in unseren auch nicht. Chilisoßen und Gewürze. Ich habe ein bisschen irgendwas Neues, und zwar ein schönes Curry. Dann wie immer die altbekannten guten Chilisoßen. Jawohl. Genau. Den Rest für mich. Dankeschön. So, grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Mein Name ist Lerchenberg, bin der Intendant der Luisenburg Festspiele Gunsiedel. Sie sind Jessica. Jessica. Hallo, ich bin der Jürgen. Grüß Gott, Herr Lerchenberg. Der Jürgen, ja. Hallo. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Hier bei der Luisenburg, der ältesten deutschen Open-Air-Bühne. 1890 gegründet, man kann es ja hier lesen. 1990, 200 Jahre Felsenlabyrinth, 100 Jahre Luisenburg Festspiele. Wir stehen jetzt hier auf der großen Bühne. Das ist, normalerweise steht hier natürlich kein Zuschauer. Ein seltener Blick, den man hier hat in den großen Zuschauerraum. Und natürlich, dass man diese Bühne, sagen wir mal, auch in ihrer Größe erfassen kann und letztendlich eine Höhe. Also wo wir jetzt stehen, bis hinauf da zum höchsten Punkt, wo wir spielen, sind das 23 Meter. Und die Bühne ist 30 Meter breit. Und im Moment wird aufgebaut hier für Cats, unser Musical. Ich habe ja 2004 hier die Musicals eingeführt. Und man kann auch ohne Mikrofon noch bis auf dem oberen Felsen können wir noch ohne Mikrofon spielen. Im Musical natürlich nicht, da haben wir Musik dabei, da haben die Darsteller Mikroparts. Aber sonst im Schauspiel spielen wir unplugged. Ja, das war jetzt ein exklusiver Besuch hier oben zwischen den Felsen der Luisenburg-Bühne. Ihr geht später noch in die Vorstellung Cats, habe ich gehört? Jawohl. Ja. Ja, dann werdet ihr das Ganze von unten sehen, im Licht, wie diese Bühne lebt mit unseren Katzen. Ja, dann viel Spaß, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, Herr Lenz. Vielen Dank. Dank.